Liebe Zeiss-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Querpass, dem FCC-Fanmagazin. Ja, es ist nicht nur die zweite Ausgabe dieser Saison, sondern auch die erste nach dem Derby. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Nichts ist scheißer als Niederlagen. Erst recht gegen die Blumenstädter. Aber verlorene Spiele gewinnt man eben auch nicht in der Retrospektive, weshalb wir sie eben ertragen und nach vorn blicken müssen. Und das tun wir gern, denn dort wartet am Samstag zum Heimspiel mit dem SV Meppen der Kultclub aus dem Norden, der noch in der vergangenen Saison für die Kampagne Echt Emsland mit Kuh, Huhn und Schwein auf dem Trikot Pate stand. Längst kokettiert man also mit dem Image der Gummistiefelträger und hat es clever zur Eigenmarke kultiviert. Das wasserdichte Beinkleid hätte im Übrigen auch in dieser Trainingswoche in Jena sicher ganz gute Dienste geleistet. Irgendwie passt das derzeitige Wetter zum FC Carl Zeiss. Nach 7 Spieltagen hat der blau-gelb-weiße Aufsteiger mit erst 3 Toren die ligaweit wenigsten erzielt und ist Letzter der dritten Liga. Entgegen so mancher Situationen in den vergangenen Jahren bewahrt der Verein allerdings die notwendige Ruhe, vor allem was die Personalie Marc Zimmermann angeht, trotz des 0-1 im Derby in der Blumenstadt. Zum bereits 5. Mal in dieser Spielzeit stand auch da für Jena die 0 nur vorn. Wir haben das Spiel an sich kontrolliert, ohne großartig Gefahr auszustrahlen nach vorne, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit und auch bis zum 0-1. Danach haben wir es gut gemacht, die Reaktion der Mannschaft war gut. Nur erhoffe ich mir das natürlich dann auch in der Zukunft, sprich jetzt am nächsten Spieltag gegen Meppen, dass wir es von Anfang an machen, dass wir den Mut einfach haben, uns auch zu wehren, defensiv zu agieren und offensiv auch Akzente nach vorne zu setzen, dass wir die Qualität auch haben, die Gegner unter Druck zu setzen. Und das wollen wir in jedem Spiel zeigen. Nur natürlich mit der engen Konsequenz, dass wir auch selber dafür sorgen müssen, dass wir Tore schießen. Denn wenn das nicht gelingt, bleiben Siege nun mal aus. Der Offensivmotor stockt gewaltig. Ein Grund dafür liegt in der Vorbereitung, in der sich die, die das Runde ins Eckige befördern sollen, nie wirklich einspielen konnten. Teilweise verletzungsbedingt, teilweise weil einige erst spät zum Verein stießen und manchem fehlt im jungen Jenaer Kader auch einfach noch etwas Erfahrung, um konstante Offensivgefahr auszustrahlen. Wenn ich die Chancen sehe, also ein Starke ist im Abschluss, Günter Schmidt im Abschluss, Bock im Abschluss. In den Heimspielen hatten wir auch genügend Abschlussmöglichkeiten durch Eckert, durch Dietz. Also wir kommen schon in die Position und wir sind auch in der Position. Und da geht es darum, dass ich das Tor unbedingt machen will. Ja, und wer es dann letztendlich macht, ist mir auch egal. Es geht nicht darum, dass wir uns vor dem Tor den Ball 3-4 Mal zuspielen, das haben wir auch nicht gemacht, und die Verantwortung abgeben, sondern ja, wir hatten aber so viele Möglichkeiten auch, die wir einfach liegen lassen, wo wir es nicht zu Ende spielen. Denen hinterher zu trauern, bringt aber nichts. Umso größer ist der Eifer bei Mannschaft und Trainer, alles dafür zu tun, auch mal wieder mit etwas Zählbarem aus einem Spiel herauszugehen. Gegen den nächsten Heimspielgegner, den derzeit 11 platzierten SV Meppen, ist durchaus was drin. Beide Teams sind nominell auf Augenhöhe, auch weil es so einige Parallelen gibt. Sie sind aufgestiegen, haben eine tolle letzte Saison gespielt, haben auch sich verstärkt mit Spielern, die auch jetzt im Einsatz kommen. Also es der Stamm aus dem letzten Jahr spielt, plus 3-4 punktuelle Verstärkungen. Es ist eine sehr gefestigte Mannschaft, ein eingeschworenes Team, die um alles kämpfen, um jeden Meter kämpfen und dem Gegner nichts schenken. Und das wird eine schwere Aufgabe werden, hier zu Hause gegen wir. Wirklich einfacher ist die in dieser Woche außerdem nicht geworden, denn die Belegungsquote im FCC-Lazarett sinkt nicht. Die Mannschaft wird nicht nur in Vorbereitung auf die Partie auf 4 Spieler verzichten müssen. Es ist so, dass Thiele nicht im Training ist. Matthias Kühn ist operiert worden durch seinen Jochbeinbruch. Mauer fällt ihm weiterhin aus und Niklas Erbeck steht auch noch nicht zur Verfügung. Insofern ist die Situation nicht gut, weil das wichtige Spieler sind, die uns fehlen. Trotz alledem haben wir einen großen Kader, der auch Möglichkeiten gibt, für andere Spieler sich in Szene zu setzen und, was ich eben angesprochen habe, auch Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass wir möglichst Punkte sammeln. Und damit wollen wir gegen Meppen anfangen. Das heißt in erster Linie, die in der Sommerpause verloren gegangene Torgefährlichkeit wiederzufinden. Gern auch von außerhalb des Strafraums. Möglichkeiten gibt es auch in Liga 3 schließlich so einige, den Ball am letzten Mann vorbei ins Glück zu bekommen. Lass es mich ganz simpel formulieren. Am letzten Wochenende wurde in Jena der Caroline-Schlegel-Preis verliehen. Wir alle wissen natürlich, dass es hier um die Prämierung in der literarischen Disziplin Essay und Feuilleton geht. Ich gestehe, wir haben lange auf eine passende Gelegenheit gewartet, um unserem feuilletonistischen Anspruch mit einem Beitrag Genüge tun zu dürfen.
So erging es übrigens auch unserem belesenen Tom Dippmer, der sich bei der Preisverleihung für den fantastischen Christoph Diekmann endlich einmal in einem ihm angemessenen Umfeld wähnte. Auch wenn es gar kein Fußballtext ist und es nur teilweise um Jena geht. Wenn der Journalist und Essayist Christoph Diekmann einen Literaturpreis, noch dazu in Jena, bekommt, ist der FCC zwangsläufig mit dabei. An diesen Verein und die Stadt verlor Diekmann bereits vor über 50 Jahren sein Herz, als der Club noch SC Motor hieß und im FDGB-Pokalfinale mehr als unglücklich gegen Magdeburg verlor. Jena ist für mich schon seit meinem 9. Lebensjahr, seit meinem ersten Fußballspiel, so etwas wie eine Sehnsuchtsheimat. Ich habe niemals für die Mannschaft von zu Hause gehalten oder von meiner Bezirksstadt Magdeburg, sondern ich wollte was aus der großen, fernen Welt. Und für einen kleinen Jungen aus dem Kreis Halberstadt, vom Dorfe, war das diese märchenhaft benahmte, orientalisch klingende Stadt Jena. Und meine Jena-Fahrerei, natürlich anfangend mit dem Fußball, fing erst nach der Wende an. Seitdem bin ich, ich weiß nicht, wie oft hier gewesen, bestimmt eine dreistellige Anzahl von Malen. Deswegen durfte der FC Carl Zeiss auch bei der Preisübergabe am vergangenen Wochenende nicht fehlen. Das war sowohl sichtbar, weil FCC-Aufsichtsratmitglied und Jena-Kulturchef Jonas Zipf dem frisch gekürten Caroline-Schlegel-Preisträger auch ein aktuelles Trikot übergab, als auch hinter vorgehaltener Hand so, am Smartphone. Denn der FCC spielte genau parallel das Derby, mit bekanntem Ausgang. Ein wenig ungünstig war die Terminüberlappung schon. Aber die Seltenheit, einen Preis verliehen zu bekommen, und ein weiterer Grund legten für Diekmann die Präferenz auf die Feier im Romantikerhaus. Diese ganze Animosität zwischen Jena und Erfurt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Gut, das ist ein typisches Nachbarschaftsduell, aber ich komme ja nicht aus dieser Nachbarschaft. Insofern habe ich auch überhaupt nicht so diese Anti-Erfurt-Aversion. Ich sehe das eher mit Amüsement. Dem FC Carl Zeiss Jena muss ich leider mit auf den Weg geben, was er selber weiß. Wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen. Vorhin sagte eine Dame, man kann nicht immer gewinnen. Ja, wie wahr. Das ist mir in den letzten Wochen auch aufgefallen. Der breiteren Öffentlichkeit ist Diekmann vor allem als Autor für die Wochenzeitschrift Die Zeit und das Fußballmagazin Elf Freunde ein Begriff. Aber auch in seinen Büchern kamen Jena und der FC Carl Zeiss immer wieder zur Sprache. Seine Leidenschaft für Blau-Gelb-Weiß lebt er von seiner Wahlheimat Berlin aus und reist nicht nur für Spiele an. Auch vor fast genau 16 Monaten ließ er sich einen besonderen Moment nicht entgehen, als sich die 81er Europapokalmannschaft mit 35 Jahren Verspätung endlich ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte. Echte Vereinsliebe kennt eben zwei Dinge nicht: Distanz und Zeit. Ich möchte ausdrücklich nicht von Werbung sprechen, es wäre zu wenig. Denn längst sind nachfolgende Hinweise wichtiger Teil völlig objektiver Lebenshilfen geworden. Die Teletipps. Training, Wettkampf oder Freizeitsport, Ausstellung, Börse oder Veranstaltung. In unserer hellen, barrierefreien Dreifelderhalle am Jänzigweg ist vieles möglich. Mittels mobiler, schalldichter Trennwände kann die hochmoderne Halle schnell in drei Felder geteilt werden. Ausreichend Parkplätze, moderne Sanitär-, Dusch- und Umkleideräume sowie einen Catering-Raum komplettieren die funktionale Ausstattung. Rufen Sie uns an unter 03641 4000. Wir freuen uns auf Sie. Tag der offenen Tür im Himmelreich. Am Samstag, den 23. September von 10 bis 13 Uhr. Besichtigung der kompletten Baustelle möglich, inklusive aller Wohnungen, Tiefgaragen und Außenanlagen. Mitarbeiter vor Ort stehen für Fragen zur Verfügung. Bei Interesse können Exposés mitgenommen werden. Tele Columbus und Primacom werden eins. Und jetzt gibt's das Beste von beiden. HDTV, Internet, Telefon und Mobilfunk. Mehr Netz, mehr Leistung, mehr Auswahl. Und Highspeed-Internet mit bis zu 400 Mbit Power. Bis zu 25 Mal schneller als herkömmliches DSL. Sparen Sie mit unseren günstigen Dreier-Kombis. Bereits ab 24,99 monatlich. Tele Columbus und Primacom. Das ist echte Kabelpower aus der Region. Meine Stadt, mein Netz. Natürlich ließen wir es uns auch im Dreiseitenhof Steigerwaldstadion nicht nehmen, unter Aufbietung aller uns zur Verfügung stehender Kräfte die Auswärtswurst zu testen. Dabei gebe ich zu bedenken, dass wir die Bewertung vor dem Derby vornahmen. Nicht auszudenken, wenn wir es danach getan hätten. Freunde des
der gebratenen Fleischprodukte. Wir sind hier heute in Erfenau. Nicht wundern über den Hintergrund. Nur hier sind wir sicher. Ja, hier getrauen wir uns das Ganze jetzt zu machen. Und wir haben hier ein Stück, was man in Erfenau als Bratwurst bezeichnet. Also Punkt 1, Preis 3 Euro. Ganz schlecht. Man muss dazu sagen, wir starten natürlich mit einer Negativwurst. Einfach aus Prinzip. Weil wir in Erfenau sind. Weil uns auch Herkunft bei Produkten wichtig ist. Absolut. Okay, lass uns mal. Also, aussehen tut sie schwarz und grau. Und schmecken tut sie scheiße. Ultrafett. Ultrafett und? Schwierig. Die schmeckt kacke. Also jetzt ohne Scheiß. Wollen wir was Positives sagen? Das Brötchen ist gut. Das Brötchen ist gut. Das Brötchen ist frisch. Also jetzt im Vergleich zu Lotte, die echt kacke aussah, aber dafür gut war. Sieht die halbwegs gescheit aus? Also so ein Bratwurst-Fake, ich sage halbwegs gescheit. Okay. Aber schwierig. Und ich habe sogar Leuten hören, haben wieder gesagt, dass hier die Bratwurst besonders gut wäre. Leute, ja, jetzt, wer auch immer das gesagt hat, hat keine Ahnung. Also im Verhältnis zum Rest von Erfenau? Im Vergleich zu jener Bratwurst. Okay. Also muss ich sagen, alles klar. Okay, also fangen wir mal an. Preis, 3 Euro ist ein Skandal. Das muss man mal sagen, selbst heutzutage. Anmutung, 0,5. Na, aber aus der Ferne könnte man sagen, es sieht aus wie eine Bratwurst. Deswegen 0,5. Wie eine angebrannte Bratwurst. Okay. Geschmack geht gar nicht. Sind wir bei 0,5? Brötchen ist okay. 1,5? Und wegen der Herkunft ziehen wir wieder 1 ab, macht 0,5. 0,5 vergeben wir nicht. 0 Bratwürste. Hier in Erfenau. Kommen wir zum Querpass-Gewinnspiel und da fragten wir zuletzt, wo denn das mit einer Kapazität von 25.000 Zuschauern größte Stadion Thüringens steht. Richtige Antwort: in Altenburg. Das wusste auch Vanessa Klimas, die sich über 2 VIP-Karten für das Spiel am Samstag gegen den SV Meppen freuen darf. Und damit kommen wir zur neuen Gewinnspielfrage. Welcher ehemalige Jena, dessen Spitzname übrigens Kalle ist, gehört zum Trainerteam des SV Meppen? Zu gewinnen gibt es 2 VIP-Karten für das nächste Drittliga-Heimspiel unseres FCC am 23. September gegen Preußen Münster. Eure Antworten sendet ihr bitte an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist der 20. September. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ja, liebe Zeiss-Fans, liebe Shopping-Freunde, normalerweise bieten wir hier ja Produkte an, die es kurz nach der Vorstellung quasi nicht mehr im Fanshop gibt, aufgrund der großen Nachfrage. Diesmal ist es so, dass wir etwas vorstellen, was es noch nie im Fanshop gab und vielleicht auch nie geben wird. Wir aber wollen, dass es bald erhältlich sein wird. Aus gutem Grund, denn wir verstehen nicht, dass manche Produkte es einfach nicht geschafft haben ins Sortiment. Und das wollen wir mit dieser Sendung, die auch ein Hilfeschrei ist, ändern. Christian. Es geht natürlich um ein modisches Accessoire. Mhm. Da bin ich klar ganz weit vorne, wie du weißt. Natürlich. Ich möchte an der Stelle auch was klarstellen. Böse Zungen behaupten, ich hätte nur ein Jackett. Das stimmt nicht. Ich habe 2. Also, es sieht aber ähnlich aus. Findest du? Ja, das, nur, dass wir das mal geklärt haben. So, kommen wir zu unserem heutigen Produkt der zukünftigen Begierde. Genau. Die wollen wir nämlich wecken und ich glaube, Christian, es wird uns gelingen. Also, das ist... Es ist ein Prototyp, kein Witz. Ja. Es ist ein Prototyp, gibt es so noch nicht. Wir sind gespannt auf eure Reaktion. Ja, vielleicht sollte man erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ich finde, man erkennt es nicht auf den ersten Blick. Richtig. Es ist eine Tschapka. Kann man sagen. Eine Mütze. Hut. Ja. Eine formvollendete Mütze. Also die ist gelungen. Und ich finde, die sieht nicht nur schön aus, wenn man sie so hält, sondern die sieht auch gut aus, wenn man sie auf dem Kopf hat. Ich finde, erst dann entfaltet sie wirklich ihre Wirkung. Okay, und da ich einen von uns beiden den schöneren Hutkopf habe... Wir haben beide Scheiße. Nachweislich. Nachweislich. Möchte ich jetzt hiermit, bitte, an der Stelle. So. Die kann was. Die kann einiges. Christian, also, darf ich ganz ehrlich sein? Bitte. Das ist sehr, sehr besonders. Ich finde, die ist großartig. Ich strebe hier auch mal ein bisschen. Ja. Und ganz ehrlich, und da müsst ihr uns recht geben, ihr werdet einen Menschen mit einer solchen Mütze noch nie gesehen haben. Und ist es nicht genau das, worauf es ankommt? Na, ist es auch nicht das. Ihr werdet damit Aufmerksamkeit erregen. Ja. So, und ich meine, das Ding ist natürlich wie immer multifunktional. Und jetzt, pass auf, auch für die Partnerin zu Hause. So.
wenn der Anblick mal wieder nicht zu ertragen ist? Ja, das zeigt auch, dass es in verschiedenen Kulturen und Glaubenskreisen getragen werden kann. Das ist überhaupt kein Problem. Aber fesch kann man auch hier diesen Schild kann man auch hochklappen. Und jetzt kommt der Clou. Ach, das Ding ist der Hammer, oder? Komm, setz du doch auch mal auf. Okay. Auch ich habe durchaus einen Mützenkopf, das ist bekannt. Also habe ich natürlich nicht, aber mit diesem Hut muss ich. Es hat ein bisschen was von Fremdenlegion von der Seite. Ja. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht sollte ich meine Hutaversion jetzt ernsthaft überdenken. Denn so erkenne ich mich selbst nicht wieder. Ich muss sagen, vor allem so fesch schräg. Dazu noch ein flotter Oberlippenbart. Und ich muss sagen, es ist für mich schwerer, einen Oberlippenbart zu bekommen, als diesen Hut zu tragen. Und der macht es einem doch wirklich leicht, etwas Besonderes zu sein. Und jetzt kommt's. Achtung, man kann das Ding auch. Haben wir das schon gesagt eigentlich? Nee. Pass mal auf, was ist jetzt passiert? Da guckt er, wa? Das Ding ist. Achso, werde ich nie lernen. Einfarbig. Einfarbig, andersfarbig, ganz besonders. Wir sind dafür, dass dieser Hut, der noch keinen Preis hat. Und der sitzt so rum auch gleich viel besser. Ja, ist richtig. Ich finde, dass dieser Hut unbedingt ins Sortiment muss. Er hat es bisher, wie du schon gesagt hast, leider nicht geschafft. Was wir, weiß Gott, nicht verstehen und ich denke, dass es euch ähnlich geht. Und ihr habt jetzt die einmalige Chance. Punkt 1. Diesen Hut, diese Mütze, diese Schapka, dieses Unikat zu ersteigern. Das höchste Gebot gewinnt und der Erlös kommt einer guten Sache zugute, dem FC Karl Zeiss Jena. Und wenn wir eine gewisse Anzahl von Geboten bekommen, ja. Dann schicken wir das Ding in die Produktion. Ehrlich, dann das versprechen wir, wir persönlich kümmern uns darum, dass dieses Exemplar. Und wir versprechen euch, dass wir jede Auswärtswurst, jetzt wird's scheiße, dass wir jede Auswärtswurst mit diesem Hut versuchen zu präsentieren. Du. Wir beide. Du. Wir schauen mal. Eure Gebote ja, Mensch, bitte an aktion@jena.tv senden. Und ja, zum nächsten Mal werden wir dann auflösen, ob es ein Gebot gab, ob es mehrere Gebote gab und ob ihr dafür gesorgt habt, dass dieses modisch hochwertige Teil es endlich geschafft hat in die Produktion. Da, wo er nämlich hingehört, dieser Hut. Wir zählen auf euch. Mitten im September kommen wir zu Juli. Sie hat sich nämlich unseres nächsten Gegners angenommen und alles, wirklich alles Wissenswerte über den SV Meppen für euch zusammengetragen. Die Gegnervorstellung. Der Sportverein Meppen 1912 e.V. geht zurück auf den 1912 ins Leben gerufenen Fußballclub Amisia Meppen. 8 Jahre später fusionierte der FC Amisia mit dem Männerturnverein Meppen zum Turn- und Sportverein Meppen 1912. Ein Jahr später machte sich die Fußballabteilung des TuS Meppen selbstständig und ging unter dem Namen SV Meppen fortan eigene sportliche Wege. 1957 gelang der Sprung in die Amateurliga Niedersachsen. 1970 erfolgte der Aufstieg in die Regionalliga. Im Sommer 1987 gewann Meppen den norddeutschen Meistertitel und in der anschließenden Aufstiegsrunde wurde der Sprung in die zweite Bundesliga perfekt gemacht. Zwischen 1987 und 1998 spielte der SV Meppen dauerhaft in der zweiten Bundesliga. 1998 mussten die Emsländer in die Regionalliga und 2000 in die Oberliga Niedersachsen absteigen. 2003 meldeten sie Insolvenz an. 2011 erfolgte der Aufstieg in die Regionalliga Nord. Der SV Meppen als letztjähriger Meister der Regionalliga Nord setzte sich in der Aufstiegsrelegation gegen den SV Waldhof Mannheim durch und schaffte, wie auch der FCC, den Aufstieg in die dritte Bundesliga. Der SV Meppen steht mit 2 Siegen, 2 Unentschieden sowie 3 Niederlagen und einem Torverhältnis von 10:10 auf Tabellenrang 11. Aus 7 Spielen konnten bisher 8 Punkte geholt werden. Das erklärte Saisonziel der Premierensaison in der dritten Liga ist der Klassenerhalt. Fast 19,5 Jahre sind seit dem letzten Aufeinandertreffen zwischen unserem FCK Zeiss Jena und dem SV Meppen vergangen. Damals stand der jetzige Trainer Marc Zimmermann selbst noch als Aktiver auf dem Platz. Die Gesamtbilanz aus 10 Aufeinandertreffen mit 4 Siegen, 5 Unentschieden und einer Niederlage spricht eindeutig für den FCK Zeiss Jena. Trainiert wird der SV Meppen von Christian Neidhardt. Der 48-jährige gebürtige Braunschweiger
ist seit 2013 Cheftrainer und fungiert gleichzeitig als Sportdirektor des Vereins. Mit seinem Amtsantritt wurde die Entwicklung der Mannschaft vorangetrieben. Benjamin Girth, der Torjäger, der 25-jährige Mittelstürmer, ist mit 5 Treffern in 7 Partien Meppens erfolgreichster Torschütze. Und aufgepasst, der gebürtige Magdeburger weiß, wie man im Paradies Tore erzielt. Im Trikot des FC Plauen traf er im Sommer 2013 schon 2-mal im Ernst-Abbe-Sportfeld. Martin Wagner, der Kapitän. Seit 2013 spielt der 30-jährige, gebürtige Regensburger im offensiven Mittelfeld des SV Meppen. Er stand dauerhaft während aller 7 bisherigen Partien auf dem Platz und schoss dabei ein Tor. Ja, liebe Zeiss-Fans, das war sie schon wieder, die neueste Ausgabe von Querpass, die euch, so hoffen wir, ein bisschen unterhalten und vor allen Dingen informieren konnte. Wir sehen uns am Samstag im Stadion gegen den SV Meppen und dann bereits schon wieder in der kommenden Woche zur nächsten Ausgabe von Querpass. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.